Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Hauptkampf des heutigen Abends in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Es geht um die internationale Meisterschaft nach Version des World Boxing Council WBC angesetzt auf 12 Runden. Zunächst rufe ich den Boxer in den Ring, der als die größte deutsche Hoffnung im Halbschwergewicht gilt. Aus dem Boxcamp Universum Box Promotion in Hamburg, Thomas Ulrich! Ihm soll die Zukunft gehören. Thomas Ulrich, der 27-Jährige, trifft heute zweifelsohne in seiner Karriere auf den dicksten Bock. Der größte Name, das ist sein Idol, Graziano Rocky Gianni. Bei seinem letzten Kampf seine wohl größte und schwerste Aufgabe. Thomas Ulrich! Über die Kontrolle der Tapes durch den Ringrichter, so sieht es das Reglement vor. Und gleich wird also Graziano Rocky Gianni in den Ring kommen. Wir sehen die Ecke von Thomas Ulrich, natürlich Fritz Stunek, der ihn zum zweiten Mal in seiner Profilaufbahn betreut. Der erfahrenste Coach aus dem Universum kommt, Fritz Stunek. Und das ist der Physiotherapeut, der auch bei Darius Michalczewski mit in der Ecke dabei ist. Und natürlich Matthias Böhme, der Physiotherapeut. Und wir hören gerade, dass Graziano Rocky Gianni sich noch ein paar Sekündchen geduldet. Aber jetzt scheint er bereit zu sein für seinen letzten Gang in den Ring. Meine Damen und Herren, er gilt als die schillerndste Persönlichkeit des deutschen Boxsports. 2 Jahre haben die Fans in Deutschland auf dieses Comeback gewartet. Heute sehen Sie ihn in seinem vielleicht letzten Kampf. Aus Berlin begrüßen Sie mit mir Graziano Rocky Gianni! 2 Jahrzehnte lang hat er die Massen polarisiert. Begeisterung, Empörung, Bewunderung und Abneigung. Er ist die schillerndste Figur der deutschen Szene. Der letzte heiße Tanz im Ring. Dann, so hat er es genannt, wird es den Boxer Rocky nicht mehr geben. Graziano Rocky Gianni ist in der Arena. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt die Boxer näher vorstellen. Zunächst zum Boxer in der roten Ecke, zu Thomas Ulrich. Er ist 27 Jahre alt und brachte beim Wiegen ein Gewicht von 79,1 Kilogramm auf die Waage. Seine Größe 1,85 Meter. Er ist Professional seit dem 11. Januar 1997. Sein Kampfrekord. Er bestritt 24 Kämpfe, davon gewann er 23, 18 durch K.O. Er war Bronzemedaillengewinner in Atlanta 1996 und Europameister im Halbschwergewicht. In seiner Ecke sein Trainer, einer der erfolgreichsten der Welt, Fritz Stunek.
Des Weiteren Thorsten Schmitz und Christoph Busch aus Berlin. Thomas Ulrich. Und nun zu Graziano Rocchigiani. Sein Alter, 37 Jahre. Er brachte beim Wiegen genau 100 Gramm mehr auf die Waage, genauer gesagt 79,2 Kilogramm. Er ist 1,87 Meter groß und professionell seit dem 10. September 1983. Sein Kampfrekord. Er bestritt 47 Kämpfe, davon gewann er 41, 19 durch K.O. Er war Weltmeister im Supermittel und Halbschwergewicht. In seiner Ecke heute sein Coach, der Ex-Weltmeister im Cruisergewicht, sein Bruder Ralf Rocchigiani. Als Cutman fungiert Dean Powell aus London und Olaf Balitzki aus Berlin. Graziano Rocchigiani. Meine Damen und Herren, der Ringrichter dieses Kampfes ist Larry O'Connell aus Großbritannien. Die Punktrichter, Axel Zielke aus Neuss, Richie Davis aus Großbritannien und Paolo Scarso aus Italien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Es erklingt die deutsche Nationalhymne. Ja, man spürt es förmlich, liebe Zuschauer, es kribbelt hier unten am Ring. So richtig dieses deutsch-deutsche Duell hat es wahrlich in sich. Thomas Ulrich, und die eigentliche Sensation ist, dass dieser Kampf überhaupt zustande kommt. Denn viele hatten nicht gedacht, der sensible Thomas Ulrich wird er es schaffen. Nervlich vor allen Dingen auch gegen diesen ausgebufften Graziano Rocchigiani. Und was ist mit Rocchigiani? Gestern, als wir ihn beim Wiegen gesehen haben, haben wir gesehen, er hat was getan. Er hat trainiert, er hat locker das Gewicht gebracht. Von 79,2 Kilogramm. Aber der 39-Jährige, kann er heute Abend die Uhr noch einmal zurückdrehen und seinen letzten Kampf hier als Sieger den Ring verlassen? Bin wirklich gespannt, wie er sich heute hier bei seiner letzten Vorstellung präsentieren wird. Also beide Boxer, endlich. Und ich freue mich auf dieses Duell, liebe Zuschauer, müssen jetzt ran an den Speck. Rocky. Good. Good luck to both of you. May the best man win. Now keep your punches on target. I've spoken to you in the dressing room. You understand the rules. Stick to them and we get along fine, okay? When I say break, I mean break straight away. Don't take throw a punch at all. Good luck to both of you. Boxen im Zweiten präsentiert von Hasse Röder Premium Pilz und TV Spielfilm, ihrer Programmzeitschrift.
angesetzt ist diese internationale Meisterschaft der WBC. Das ist bei allen Meisterschaftskämpfen so auf 12 Runden. Der erste Kampf für Ulrich im Jahr 2003 und das erste Gefecht auch für Rocky Gianni nach über 2 Jahren Pause. Gewohnt der Rechtsausleger Rocky Gianni in der Doppeldeckung, so boxt er seit Jahren. Das auch hat er dann für seinen letzten Kampf, Vorbereitung mit seinem Bruder, nicht verändert. Die entscheidende Frage wird sein, wie fit ist Rocky Gianni wirklich und wie steht es um die Nerven von Thomas Ulrich? Das sind die beiden Schlüsselfragen dieses Duells. Gute Treffer von Rocky Gianni, der sehr stark in der Defensive boxt. Das ist seine Klasse. Aber der auch schon 2-3 Mal gut vorkam. Mit der rechten, mit der Führungshand. Kämpfen noch um den Platz in der Ringmitte. Wer dominiert also hier diesen Fight? Rocky Gianni bemüht hier von Beginn an eine gute Rolle zu spielen und nicht nur zu kontern, sondern Ulrich auch unter Druck zu setzen. Das ist sein Konzept. Er weiß, dass der junge Mann dann auch Schwierigkeiten bekommen kann. Guter Konter von Ulrich, diese Rechte. Er muss seine Schnelligkeit und seine Physis ausspielen. Das hat ihm Fritz Dunek mit auf den Weg gegeben. Und da sollte ich mal nicht so viele Gedanken machen. Alles spricht für ihn, sagt Dunek. Fünf Monate lang hat sich Rocky Gianni, der Weltmeister aus dem Supermittelgewicht und Halbschwer, auf diesen Kampf vorbereitet. So gut wie lange schon nicht mehr. Schleicht er sich mit der Doppeldeckung in den Mann rein. Er ist ein exzellenter Infighter. Aus der Distanz, klar, hat Ulrich die Vorteile. Eine ausgeglichene, eine gute erste Runde. Vielleicht leichte Vorteile für Graziano Rocky Gianni. Thomas, aufpassen deine Führungshand, dass sie nie oben drüber kommt. Dass sie mal unter durchtauchst und dann selbst anbordest. Dann kommt dazu links anboxen, die rechte oben zeigen und mehr den Seithaken hinten von der Seite und dann Ellbogen los. Er zieht die Ellbogen sehr hoch. Ne? Hier nochmal der gute Konter zu sehen mit der rechten von Thomas Ulrich. Wasserschütze. Ja, machst du immer Wasser rein. Du kommst, du stehst mit dem Fuß hier draußen. Das ist der mit dem Hallo. Also nochmal der Hinweis des Bruders Ralph Rocky Gianni, auch ein erfahrener Mann im Ring der Ex-Weltmeister, der darauf aufmerksam macht, dass die Fußstellung auch entscheidend ist bei einem Duell zwischen Links- und Rechtsausleger. Der, der auf der Führungsseite außen steht, ist klar im Vorteil. Aus der Ecke in diese zweite Runde.
Die Deckungsarbeit von Rocky Gianni, kein Problem. Das waren Schläge nur auf die Handschuhe. Das sind keine Treffer und beeindrucken hier die Punktrichter überhaupt nicht. Schauen Sie, wie geschickt er das macht. Das, was Ulrich noch lernen muss, konzentriert so defensiv stark zu boxen, das hat Rocky Gianni im Verlauf seiner Karriere perfektioniert. Jetzt stellt sich mal vor, als Rocky zum ersten Mal Weltmeister wurde, war Ulrich gerade 13 Jahre alt. 1988. Ulrich versucht auch die Distanz zu überbrücken, um seine Haken besser ins Ziel zu bringen, weil er merkt, mit der Führungshand kommt er nicht ins Ziel. Und er muss schließlich auch, um ihm die Luft zu rauben, den Körper von Rocky Gianni bearbeiten. Also es reicht nicht aus, nur auf die Doppeldeckung zu kloppen, sondern er muss ihn versuchen, seitlich auch zu bearbeiten und zu treffen. Aus der Distanz, das hat dem Emmanuel Stewart beigebracht, um die Arme zu lockern. Das ist kraftsparend, bei dieser Art zu boxen, denn die Hände die ganze Zeit umzuhalten, das kostet schon Substanz. Gute Rechte von Rocky Gianni. Spielt hier seine ganze Erfahrung aus, der 39-Jährige, und gewinnt diese Runde für mich eindeutig. Diskussion auch zwischen Regina Heinrich und Darius Michalczewski. Nur Treffer setzen, ohne. Das ist sehr gut, deine Waffe. Aber zu schnell. Welches du dann? Einfach die linke nochmal nachsetzen. Links rechts zu, oder? Links rechts, bumm, nochmal hinterher setzen. Ja? Jetzt hast du wunderbar einmal gemacht gehabt, rechten Oberzeigen, und dann musst du gleich drüber gehen und den linken hinterher ziehen. Weißt du, wie Schritt machst? Das Rausdrehen klappt das schon wunderbar, rechten Oberzeigen. In die Augen schaue, habe ich so ein bisschen das Gefühl, er ist verunsichert, weil er nicht damit gerechnet hat, dass sich Rocky Gianni hier so locker, überlegt und hochkonzentriert präsentiert. Der Bruder Ralf hat gerade noch mal darauf hingewiesen. Graziano, ruhig. Das ist ein junger Mann, der ist 12 Jahre jünger als du. Teil dir das gut ein. Klare Treffer setzen und nicht überpacen. Denn angesetzt ist dieses Duell auf 12 Uhr. Seine Ansage hier nochmal ernst zu machen, eine letzte große Gala-Vorstellung abzuliefern, und dann ist endgültig Schluss. Das war kein leeres Gerede von Rocky Gianni. Das sieht man schon auch in dieser dritten Runde und in den ersten beiden, die bereits absolviert sind. Er möchte hier ernsthaft als Sieger den Ring verlassen. Und für Ulrich, das ist auch klar, wird es eine ganz harte Nuss werden gegen diesen entschlossenen Rocky Gianni. Alles auf die Deckung. Er kommt nicht durch, der junge Mann. Ulrich muss sich was einfallen lassen. Ganz interessant zu sehen, immer dann, wenn Ulrich versucht, mit der Führungshand Druck zu machen, ist sofort die rechte da von Rocky Gianni über die Führungshand von Ulrich geschlagen.
die dann hier für klare Treffer sorgt. Also seine ganze Routine, seine boxerische Klasse, wie gerade auch wieder zu sehen, spielt er hier gegen den Youngster aus. Die Routine dominiert diesen Kampf, aber was macht die Physis? Wie lange kann er dieses Tempo gehen und sich Ulrich so vom Leib halten? Gianni schlägt weniger, aber er trifft öfter. Zweite Attacke. Man sieht in diesen ersten drei Runden bereits, und das hat er nicht verlernt, die boxerische Klasse von Rocky Gianni. Ulrich, ideenlos, zu eindimensional, muss sich etwas einfallen lassen. Die Physis alleine wird heute Abend nicht reichen. Ja, noch wieder für sich, ne? Schluck. Immer wieder oben bewegen, dass du seine Führungshand immer wieder zurück vorbringst und dann kommst du auch näher zum Körper. Ne? Und rechts, links, nochmal die linke hinterher. Also da hältst du zu, Mann. Ja, ist ja egal. Aber dann, danach macht er die Pause und da wartest du einen Moment. Second round, Ringreihe Runde 4, Round 4. Es geht in die vierte Runde und auf unserem Punktzettel führt der Ex-Weltmeister in seinem letzten Kampf eindeutig. Und die Kunst des Boxens, liebe Zuschauer, in einem Satz auf den Punkt gebracht: Treffen, ohne getroffen zu werden. Das hat hier Rocky Gianni in den ersten Runden perfekt umgesetzt. Nahezu. Das ist also auch Ihr Eindruck zu Hause auf dem Sofa, liebe Zuschauer. Auch wenn Sie vielleicht keine Rocky Gianni-Fans sind, aber Sie erkennen die Leistung des alten, in Anführungszeichen, Mannes an. Ulrich wirkt ratlos, aber an dieser Deckung haben sich wahrlich schon andere Kaliber und Boxer. Jörg Michalczewski im ersten Kampf und Maske beispielsweise die Zähne ausgebissen. Und immer mehr Rocky-Rufe. Sympathien für Graziano Rocky Gianni. Die wohl schillerndste Figur der deutschen Boxszene. Erneut auf die Deckung auch dieser rechte Haken von Ulrich, der viel schlägt, aber ausschließlich die Deckung trifft. Das kostet Kraft, aber zeigt keine Wirkung bei Rocky Gianni. Lassen sich davon also nicht beeindrucken. Ulrich ist zu statisch. Sehen Sie die Maltbewegung im Oberkörper. Er muss sich auch mehr bewegen. Er muss mehr pendeln oben, sonst bietet er Trefferfläche für Rocky Gianni, der das hier gnadenlos ausnutzt. Von Rocky Gianni ans Kinn von Thomas Ulrich.
von wegen mal eben abkassieren, sich womöglich hinlegen, aussteigen, um dann nochmal groß Kohle zu machen. Man kann über ihn denken, wie man will, über Rocky Gianni. Sicherlich auch berechtigt. Die ein oder andere Kritik, keine Frage. Aber er bietet hier heute zum Abschied eine gute Leistung. Respekt. Das ist sein Vater, der Eisenbieger aus Sardinien, Danovio. Wir sehen es unschwer zu erkennen. Ein echter Rocky Gianni. Great thing. Good. Great. Du machst es gut, weil du musst Tempo haben. Lass ihn nicht an, die Deckung steht super. Aber du musst schnell schlagen. Also dann ist auch schnell wieder zurück. Okay, drink it. Give me another drink. Good. Seconds out. Ringfrei, Runde 5, Round 5. Rocky Gianni, der zwei Jahrzehnte lang nun wirklich so viel miterlebt hat, zuletzt unschön. Natürlich auch eine Zeit hinter Gittern verbringen musste, zu Recht, aber man muss sagen, die Strafe ist abgesessen. Er hat dafür gebüßt. Und sich in den letzten 5 Monaten sehr konzentriert auf diesen Fight vorbereitet. Darius Michalczewski punktet für uns ein bisschen mit. Wir blicken mal auf seine Resultate hier nach absolvierten 4 Runden. Für ihn ist das Duell ausgeglichen. Die Einschätzung des Weltmeisters in allen Ehren. Ich kann sie leider zu diesem Zeitpunkt nicht teilen. Für mich führt Rocky Gianni. Führungshand von Ulrich reicht alleine nicht aus. Er muss auch mit der rechten, so sagt man es ja, mit der rechten den Rechtsausleger bekämpfen und variabler boxen. Hier zeigt er mal eine Kombination auch zum Körper. Versuchen zu treffen, um dem alten Mann, also in Anführung, hier auch die Luft zu rauben und wegzunehmen. Aber er tut sich schwer, durch diese Deckung des Berliners zu kommen. Zweimal die Rechte. Also ein bisschen. Ulrich riskiert mehr, erhöht das Tempo. Bewegt sich besser. Vielleicht war auch zu Beginn zu nervös, zu verkrampft, die ganze Anspannung. Der Druck hier zu versagen gegen Graziano Rocky Gianni. Auch das kann sicherlich eine Rolle spielen. Auch bei einem top trainierten Mann wie Ulrich. Ulrich muss das Tempo erhöhen und Rocky Gianni versucht es zu verschleppen. Versucht den Kampf langsam zu machen. Ein sehr interessantes Duell. Ulrich gegen Rocky Gianni. Auch für Felix Magath, der live am Ring dabei ist, der Trainer des VfB Stuttgart. Oh, Thomas, du musst durch jetzt. Und, Schluck trinken? Gleich. Thomas, Bewegung. Er kommt mit seiner rechten Hand. Du gehst nach links, hey. Im Haus, deine rechte in die Mitte rein. Und dann musst du hier zum Körper. Von außen mit dem linken. Ich glaube. Ja, von außen. Was für eine andere Pratze hast du wunderbar gemacht. Du Sprengen hat es geklappt. Linken Haken. Mit dem linken Haken hierher. Linken Hand zu schaffen. Ja, zum Körper musst du. Rechte Oberzahn hast du auch gut gezogen. Und die rechte zweimal, weißt du?
Second out. Ring frei, Runde 6, Round 6. Jetzt geht's also in die sechste Runde und dann ist gleich Halbzeit hier, sozusagen in der Felix-Magath-Sprache mal hier zu formulieren. Und Ringrichter Larry O'Connell, der wenig Arbeit hat mit diesem Duell, der 65-Jährige. Der schon in einigen Größen im Ring stand, als Ringrichter wohlgemerkt. Auch schon mal mit Rocky Gianni vor einigen Jahren bei seinem Kampf gegen Blanchard. Der legendäre Fight, wo er fast nichts mehr sah, Graziano. Beide Augen zugeschlagen. Kann Rocky Gianni auch physisch noch einmal über sich hinauswachsen? Ja. Seinen letzten Auftritt als Boxer. Und jetzt, wo wir gleich in die zweite Hälfte gehen, wird sich immer mehr die physische Stärke von Thomas Ulrich, der natürlich 12 Jahre jünger ist, hier bemerkbar machen. Und der zunehmend mehr, das ist mein Eindruck, auch an Sicherheit gewinnt in diesem Kampf. Rocky Gianni war weitem nicht mehr so treffsicher und präzise wie in den ersten Runden. Alles daneben. Ulrich besser in seinen Mindbewegungen, schneller auf den Beinen als sein Gegenüber. Erneut muss man sagen, es sind viele, viele Schläge von Thomas Ulrich auf die Doppeldeckung von Graziano Rocky Gianni. Sicherlich zählt auch im Profiboxen die Aktivität des Boxers und die spricht natürlich eindeutig für Thomas Ulrich. Aber die klaren Treffer sind entscheidend. Ich weise noch einmal darauf hin, das ist auch für die Punktrichter maßgeblich, nichts anderes. Markus Beyer beispielsweise ist das beste Beispiel. Sonst wäre er nie Weltmeister geworden, wenn es um die Aktivität ging. Jetzt erneut zum zweiten Mal. Liegt Rocky Gianni knapp in Führung. Also wir sind zumindest einer Meinung, liebe Zuschauer, aber das Profiboxen hat uns gelehrt, es muss nicht immer die gleiche Meinung sein, wie auch die Punktrichter vertreten.
schauen wir mal weiter genauestens hin. Denn das wird auf jeden Fall ein ganz enges Ding. Insgesamt muss man sagen, ein sehr, sehr sauber geführter Fight. Und auch der Ringrichter macht einen klasse Job, achtet immer drauf und bewegt sich immer auf der Schlaghandseite beider Boxer. Bemüht sich zumindest darum. Der 65-Jährige, und das zeichnet auch einen guten Ringrichter aus. Was man nicht alles achten muss. Auch ein bisschen auf die Atmung der beiden Boxer. Ulrich noch ganz entspannt, aber dieser Mann ist wirklich ein Konditionswunder. Und Rocky Gianni pumpt schon ein bisschen, aber das war offen gestanden natürlich auch nicht anders zu erwarten hier. Denn wir sind schon in der 7. Runde. Aber auch das Gesicht von Rocky Gianni, auch ein Indiz dafür, dass Ulrich nicht so oft und so klar getroffen hat. Sieht noch gut aus. Bei Maske oder bei Michalczewski war schon in der 6. Runde der Spiegel nicht mehr erwünscht. Kannst du ein paar lockere Hände machen? Ja, das ist gut, das ist gut. Und dann wird mal, und dann wird mal hochreißen, weißt du? Und der rechte Oberzahn, das ist gut. Aber jetzt nochmal, tschack, schön von der Seite reinziehen. Ja. Er versucht seinen Schützling zu motivieren, Fritz Tunex, ich hab's gehört, er sagt, nach dem Sieg tut nichts mehr weh, aber das ist noch ein hartes Stück Arbeit und ein langer Weg für den 27-Jährigen. Der aber zunehmend besser hier in Schwung kommt. Die Führung von Rocky Gianni schmilzt so langsam dahin. Aber für mich liegt er noch eine Runde vorne. Auf die Deckung, die Zuschauer klatschen, aber schauen Sie noch mal genau hin. Die Doppeldeckung steht. Ich werde leider nicht müde, Ihnen das unter die Nase zu reiben, denn das ist wirklich entscheidend. Denn leider hat es natürlich auch in der Karriere von Rocky Gianni schon Urteile gegeben, die kein Mensch verstand. Beispielsweise der WM-Fight gegen Henry Maske. Das erste Duell, das er für mich klar gewonnen hat. Oder auch die Vorstellung gegen Chris Eubank. Damals in Berlin. Aber beide Male hat er als Sieger nicht den Ring verlassen. Der tragische Held. Erste Duell gegen Michalczewski natürlich auch nicht zu vergessen. Dieser merkwürdige Abbruchsieg. Aber
Und er zeigt hier noch einmal zum Ende seiner Karriere großes Kämpferherz. Graziano Rocchigiani. Denn so zurückzukehren nach fast 2,5 Jahren Ringpause, das ist nicht einfach. Guter Treffer von Ulrich, diese Rechte. Aber Rocchigiani kann was vertragen. Ein Mann, der sich heute offiziell als Profi zum 48. Mal prügelt im Ring. Außerhalb des Rings gab es auch schon das ein oder andere Duell. Im Ring waren es meist Weltmeister, außerhalb des Rings auch schon mal ein Hausmeister. Bessere und vor allen Dingen auch gute Runde für Thomas Ulrich. Merkst du, Schritt weg, der konditionell keine Probleme hat. Oder jetzt, wenn er mit seiner linken Hand stark kommen will, wieder mal in selbst Crossschlagen. Einmal so richtig tief durchrollen. Durchrollen, Thomas, einmal so. Die klaren Treffer von Thomas Ulrich noch einmal gesehen. Und es ist für mich auch ein sehr, sehr fair geführtes Duell, denn beide klatschen sich nach jeder Runde freundschaftlich ab. Das zeugt von großem Respekt füreinander. Und das war auch schon zu beobachten bei der Pressekonferenz und beim offiziellen Liegen. Ich glaube, die beiden mögen sich. Na klar, Ulrich, der ihn als sein großes Idol bezeichnet hat, geschmeichelt. Fühlt sich da sicherlich auch mein 39-Jähriger, wie Graziano Rocchigiani, der Ulrich, glaube ich, mag. Fällt also nun in den letzten vier Runden die Entscheidung. Sie muss fallen. Zu welchen Gunsten? Für mich ist es jetzt in dieser neunten Runde ein ausgeglichenes, ein offenes Duell. Die letzten Runden werden die Entscheidung bringen. Auf dem Punktzettel des Tigers beispielsweise, blickt nochmal drauf, liegt Ulrich schon deutlicher in Führung. Auch ein nicht freundschaftliches Verhältnis zu Rocchigiani, das sei an dieser Stelle auch einmal erwähnt. Anweisung aus der Ecke von Ulrich, den Körper von Rocchigiani zu bearbeiten. Gute Linke von Rocchigiani. Zuvor Treffer auf die Deckung von Rocchigiani durch Ulrich.
kurz vorm Zieleinlauf, liebe Zuschauer. Aber wer liegt in Führung? Das ist die entscheidende Frage. Hier wird die ganze Nacht diskutiert werden, über jede einzelne Runde. Da bin ich mir ganz sicher. Top drauf, das läuft alles. Ne? Die Greifer. Hm? Die Greifer. Ich denke nicht mehr. Das muss ich nur noch damals ein paar reinziehen. Du hast so tolle Aktionen wieder gemacht. Hast gesehen, mit drei Händen, wie das klappt. Ne? Und dann abtauchen und dann zum Körper gehen. Ja? Öfter noch wieder links rum rausgehen. Gehst noch wieder auch zu häufig zur rechten Seite. Schub. Komm an, Schub. Stunek redet seinen Mann stark. Ganz schön aufpassen, dass du nicht mit dem Kopf mit dem zusammenrasselt. Aber ruhig öfter mal schieben. Thomas, weißt du, wenn du drin bist, wegschieben und sofort als Erster da sein. Einfach gegendrücken, auch links. Seconds out. Ring 3, Runde 10, Round 10. Ansatzlos geschlagen, dieser linke Kopfhaken von Rocky Gianni, den wir gerade noch mal in der Zeitlupe gesehen haben. Wir sind in der 10. Runde. Die letzten Runden haben sie also für Ulrich gewertet. Bestätigen also die Ausgeglichenheit. Die letzten drei Runden werden wohl hier die Entscheidung bringen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie die Punktrichter hier diesen Kampf werden. Erneut alles auf die Deckung. Stunek hat gesagt, bei Rocky Gianni weiß man nie, woran man ist, und das macht ihn so gefährlich. Und der eine oder andere hat auch schon bemerkt, im Verlauf dieser sportlich großartigen Karriere, je schlechter Rocky gelaunt ist, umso besser kommt er in Form. Steht auch in dieser Runde noch Kerzen gerade mit dieser Doppeldeckung. Und das kostet richtig Kraft. Rocky Gianni versucht noch einmal alles, was er in den fast 20 Jahren als Profi erlernt hat, hier in die Waagschale zu werfen. Scheint die Leistung von Rocky Gianni mehr zu beeindrucken als die von Thomas Ulrich. Und die Sympathien sind ganz klar auf Seiten des 39-jährigen Ex-Weltmeisters. Sven Ottke und Henry Maske haben sich ja geäußert im Verlauf dieser Woche. Haben gesagt, der Wille allein reicht nicht aus. Rocky Gianni wird sich nicht durchsetzen können. Aber ich glaube, er hat sie schon eines Besseren belehrt. Er zeigt mehr als nur guten Willen und schöne Absichten. Er zeigt einen wirklich guten, großen Kampf zum Ende seiner Laufbahn. Hast du in der Mitte ein paar Mal sehr, sehr gut getroffen. Das machst du gut. So, ein bisschen wieder Bewegung. Rausgehen, rechnen und bezahlen. Ja? Ja. Und jetzt die linke zum Körper machst du ganz perfekt. Ganz gut. Schluck trinken. Nochmal einen Schluck? Komm schon. Die letzten beiden Runden stehen an.
Und jetzt erst, ich betone, erst jetzt liegt Thomas Ulrich für mich in diesem Duell vorne. Mit einer Runde. Knapp 6 Minuten in der Profilaufbahn von Graziano Rocchigiani sind angebrochen. Thomas Ulrich, der Modellathlet, seine physische Stärke hier ausspielen. Aber er muss weiterhin aufpassen, denn Rocchigiani ist schnell mit den Armen. Und setzt hier auch noch den einen oder anderen klaren Treffer. Er muss weiterhin so beweglich bleiben. Der junge Ulrich, der ja als Amateur auch überaus erfolgreich war, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Atlanta. 86. Aus der Schwellung unter dem linken Auge von Rocchigiani ist ein Cut geworden. Er blutet. Ein Mini-Cut, aber leichte Blutung. Jetzt in dieser 11. Runde. Jetzt hat er selber auch gemerkt. Und das Publikum brüllt Rocky. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Anerkennung für die Leistung des 39-Jährigen, die ihm zuteil wird in dieser Phase des Kampfes. Denn das war nicht unbedingt zu erwarten, dass er sich hier so eindrucksvoll präsentiert. Letzte Runde geht. Es wird unterm Strich dann doch nicht reichen für einen Sieg von Graziano Rocchigiani, aber This is your last round. Good luck. Take care yourself. Mit locken schnellen Händen. Nochmal ein Hieb, komm. Good luck, Sam. So, Thomas, lass dich jetzt nicht überraschen. Er wird jetzt versuchen, mit allen Macht nochmal reinzuhauen. Nee, musst du nicht. Nicht mitspringen. Sicher stehen. Blocken, seinen Schlag und dann hochzugehen, ja? Nicht, dass du dich da mit Gewalt reinrammelst und so, musst du nicht. Die letzte Runde, ich glaube Ulrich und der Rocchigiani, die hier nochmal abklatschen, sind beide froh, wenn das vorbei ist. Ulrich sicherlich, wenn er als Sieger den Ring verlässt, in erster Linie aus Erleichterung. Rocchigiani, nicht nur, weil er gutes Geld verdient hat heute Abend, sondern dieser Mann war auch sein Eintrittsgeld wert heute Abend in der Transmannischlag. Genauso wie Ulrich. Rocchigiani weiß, er kann diesen Kampf eigentlich jetzt nur noch gewinnen, wenn er Ulrich K.O. schlägt in dieser letzten, dieser 12. Runde. Beide geben noch einmal alles.
Gianni, der ganz ohne Beulen hier den Ring verlassen wollte, war das angekündigt. Das wird ihm nicht gelingen, aber so gut sah Rocky eigentlich noch nie aus nach 12 Runden im Gesicht. Oder selten zumindest. Die letzte Minute des Profiboxers Rocky Gianni, wenn er seine Ankündigung, davon gehe ich aus, wahr macht, ist angebrochen. Damit geht zweifelsohne auch eine Ära zu Ende und vielleicht beginnt eine neue für den jungen Mann aus Berlin, für Thomas Ulrich. Der sich durchgebissen und durchgeboxt hat und viel gelernt hat heute Abend, mit Sicherheit. Im direkten Duell mit seinem großen Idol. Gute Rechte von Ulrich. Noch 15 Sekunden. Die letzten 10. Wer setzt noch einmal die Schlussakzente? Ein langer, ein harter Kampf zwischen Thomas Ulrich und Graziano Rocky Gianni, der mich zum Ende seiner Karriere überzeugt hat. Kompliment und Respekt für die Leistung des 39-Jährigen. Ich glaube, Ulrich wird ein Sieger. Für ihn war es vielleicht einer der wichtigsten Siege in seiner Karriere, den Ring verlassen. Überzeugt hat er mich nicht immer heute Abend. Thank Rocky for a great fight. Was hast du mit ihm gemacht?